Willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. Wir werden mal gucken, was wir machen. Auf jeden Fall müssen wir die Vasallen austauschen, ne? Noch, weil ich habe rausgefunden, wir sind alle noch auf Level 1, glaube ich. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal einen wunderschönen guten Tag. Wir gucken hier kurz mal ins Lager rein, weil wir Sachen kombinieren sollten, weil die ja ablaufen. Ne? Da stellen wir uns erstmal Arznei her. Gucken, was hier rauskommt. Blumenstrauß, ein wunderschöner arrangierter Blumenstrauß. Wenn er verschenkt wird, vertieft er die Bindung zwischen Schenkendem und Beschenken. Cool. Ein Pfeil. Dadurch können wir einen Pfeil machen. Lass mal einen Blumenstrauß machen. Einfach nur so. Ein Pfeil könnten wir auch machen. Explosionspfeil. Hier könnten wir auch was machen. Reifer Trockenobst. Ja, klaro. Bevor es vergammelt, Trockenobst mit Furchtdrobaranz. Ach, so kriegt man das, ja? Ja, dann lasst uns das auch mal machen. Cool. Ich glaube, das geht nicht kaputt, oder? Oder? Dann lagern wir die Sachen auch mal ein. Hier, 10 Kilogramm, wenn ich das jetzt einlager. Ja, wollte ich schon sagen, ne? Dann lagern wir mal 4 ein davon. Hartknolle, alles. Essen brauchen wir vielleicht. Der reife Apfel können wir auch mitnehmen. Wird ja, ne? Ein entgiftendes Kraut können wir auch mitnehmen. Hier, das kommt rein, was ich hergestellt habe, was ich erstmal nicht brauche. Was wir erstmal nicht brauchen, lassen wir da drin. Was könnten wir noch gebrauchen? Entgiftender Sud, vielleicht. Ist besser als dabei zu haben. Das hier ein medizinisches Granulat, das Fruchtstücke enthält, stellt eine große Menge an Gesundheit wieder. Ja, würde ich sagen, dann nehmen wir einen mit. So, Management. Was haben wir sonst noch? Laufbahngilde, okay. Können wir da irgendwas machen? Wechseln, Fertigkeiten erhalten, ausrüsten. Das wollte ich. Wir haben noch ein paar Sachen, ne? 655 DP, Schildschlag. Kernfertigkeiten können wir zum Beispiel nehmen. Hauer, wahres Ablenken haben wir. Ach ja, genau. Im richtigen Moment RB drücken. Müssen wir mal ausprobieren. Die Klinge beschreibt einen großen Bogen und schleudert leichtgewichtige Ziele spielerisch durch die Luft. X halten. Ja, das nehmen wir natürlich mal, ne? Die Kernfertigkeiten auf jeden Fall. Schildschlag versetzt einen gewaltigen Schlag mit dem Schild, der Ziele aus dem Gleichgewicht bringt. Oder nutzt ein Schild als Krachmacher und lockt so umstehende Ziele an. Ah, dann nehme ich lieber erstmal den Schildschlag. Aber das andere wäre auch gut, ne? Wenn wir zum Beispiel wie letztes Mal so ein großes Lager haben, vielleicht können wir dann einzelne Leute da rausziehen. So erstmal eine Gruppe und dann Gruppe für Gruppe. Ja. Oh, wir haben noch Fähigkeiten. Beharrlichkeit zum Beispiel. Erhöht eine physische Verteidigung. Das machen wir als nächstes. Jayane hat bestimmt auch was, ne? Was sie dann machen kann. Fächerschuss, scharfer Blick. Ja, gut, das braucht sie nicht, ne? Das ist ein NPC. Explosionsschutz aber. Vielleicht werde ich es auch bereuen. Sie kriegt Explosionsschuss und gucken wir ihre Kernfähigkeiten an. Sprungtritt wäre cool, dann kann sie das nächste noch machen, ne? Abschießschuss, das ist ja fast das gleiche wie Sprungtritt. Ja, okay, da kommt sie noch weg. Erstmal das hier, das finde ich cool, damit sie noch mehr Schaden macht. Und Beharrlichkeit. Erhöht physische Verteidigung. Okay, bei ihr auch. Gut. Dann hätten wir schon mal das abgeschlossen. Mal gucken, ob wir heute. Ja, ist mir auch stets ein Vergnügen. So, jetzt sollten wir vielleicht.
rausgehen. Hallo, ihr Vasallen. Können wir irgendwo einen Status angucken, was die haben alle? Jayana ist Level 7, so wie ich, ne? Die anderen noch Level 1 und 2. Also müssen wir andere Vasallen aussuchen. Die leveln nicht mit von anderen. Gut. Was wollte ich denn jetzt? Achso, ja, genau, wir wollten die dann umändern. Ach so, Ausrufezeichen sind das, was die Vasallen mir sagen. Das müssen wir nicht machen. Stolpert nicht im Dunkeln. Okay, gut. Jetzt weiß ich, was die Ausrufezeichen sind. Die Vasallen sagen was und dann so, hey, guck dir das mal an und dann wird das markiert. Gut, da brauchen wir nicht zwangsweise mal gucken, außer wir waren da noch nicht. Dann können wir heute zur Stadt gehen, oder? Erstmal müssen wir natürlich jetzt hier rein. Riftsteine. Dante. Ich würde gerne die Klassen behalten, weil sowas bin ich ja, ne? Das ist mein Vasall und ich hätte aber gerne, genau hier, Pupuse. Die nehmen wir doch gleich mit, oder? Kostet ein bisschen was. Oder ihn nehmen wir mit. Entschuldigung, Entschuldigung. Es sah aus wie lange Haare. Auch das macht nicht das Geschlecht aus. Ich weiß, aber, egal. Besonnen. Der kann heilen auch, ne, der Magier. Ich hoffe. Level 8. Anheuern. Heuern wir mal an. Deine Gruppe ist voll, will ein Vasall aus der ausgetauscht werden soll. Okay. Ja, sie. Du ausgewählten Vasallen aus der Gruppe entfernen. Du kannst ihn mit einem Geschenk aus dem Inventar wegschicken. Mit einem Geschenk wegschicken? Ach so, zu seinem Meister oder so, ne? Getrocknete Blume. Nee, dann machen wir... Das können wir uns wiederholen, ne? Das braucht man für eine Quest. Wir geben ihm das, er braucht das für eine Quest. Wähle deine Bewertung aus, natürlich. I hope my magic served you well. May our paths cross again someday. Das ist ja ein cooles System. Das ist wirklich ein cooles System. Warte, dann kommen wir gleich nochmal zurück. Dann hole ich mir nochmal so einen Fruchttoberan, weil das braucht man ja auf Level 1 oder 2, ne? Really now? You mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve here. I'm well aware. Here at the inn, we also offer. Ach so, die Vasallen reden. Ich dachte, er redet mit mir. So, ja. Did you need something? Ist gut. Ich will sowas hier noch. Das kriegt man, wenn man die Äpfel reifen lässt. Ne? Wir müssen ein paar mehr Äpfel reifen lassen, dann kriegen wir mehr davon. Aber da ich das rausgefunden habe, ganz viel davon habe und wir auch viel mehr produzieren können, wenn wir uns Äpfel sammeln und Kräuter, geben wir das ihr mit. Vor allen Dingen, sie war auch sehr nett. Zuvor kommt manchmal ein bisschen frech, aber sie hat alles platt gemacht. Deshalb, die war auch eine sehr gute Vasallin. Deswegen nehmen wir Alice mit jetzt. Hi Alice, du kommst jetzt mit. Ist auch besonnen. Die meisten haben besonnen genommen, ne? Anheuern. Deine Gruppe ist voll. Ja, wir müssen die immer wieder austauschen. Sie hier. Ja, auch ein Geschenk. Du kriegst auch das hier mit. Und auch ein Herzchen. Ja, hab ich gesehen. If we share our strengths, we can begin formulating a strategy that caters to our respective skills. Cool. Jetzt haben wir die ausgetauscht. Mayhap this ladder is here for a reason. We ought to put it to good use. Das solltet ihr immer mal machen. Auf jeden Fall, ne? Die Vasallen, die man angeheuert hat. Euer eigenen Vasallen hat man ja immer mit. Oder andere haben den dann auch mit, ne? Ja.
Aber das ist ein Tipp, den ich mitgeben kann. Vasallen austauschen, dann haben die ein höheres Level. Man kann ja sicher das Level dann aussuchen. Aber jedes Mal, wenn wir ein paar Level aufgestiegen sind, deswegen haben die letztes Mal auch gesagt, so, ja, eigentlich, ne, die Meister suchen eigentlich andere Vasallen aus. Ja, jeder ist einzeln und besonders. Das hat ja die Diebin gesagt, ne, das letzte Mal. Gut, ich glaube, wir haben hier alle Quests und so durch. Waren wir hier hinten schon irgendwo drin, ne? Also wir können noch mal nachgucken, ne? Okay, hier waren wir anscheinend nicht. Trockenfisch. Ein Trockenfisch. Ja. Hi. Some time passed. I encountered an elf in the forest across. He was tall and rather handsome, I must say. But there was a coldness to the way he looked at me. Almost pitying like. Ein Elben. I tell you, whether we speak the same tongue or not, they shan't make any friends with that sort of demeanor. They're said to be an elven village someplace deep in the mountains. I can't imagine they'd welcome visitors. Ein Elbendorf. Ja, es wäre cool, wenn wir da rein könnten oder so. Was sagt die Wache? Ist das zu bequem, was wir tun? Wir dürfen nicht während der Mission reden. Okay. Ich will leider nichts verpassen, deswegen gucke ich hier immer rum, ob wir nicht noch irgendwas, ne? Aber von hier kamen wir auch schon wieder, ne? Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Ich wollte mal was ausprobieren. Kann man hier einfach hoch? Im ersten Teil konnte man überall hoch und so. Hier ist ein bisschen anders. Da oben waren wir schon. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Wieso wir hier sind, weil ich eine Quest machen möchte. Hallo, wie geht's dir? Guten Tag. Wieso denn Sir? Ma'am, bitte. Also wirklich. Da beleidigt er uns einfach. Ja, ich glaube, aber wir sind fertig, ne? Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Ja, ihr baut das hier wieder auf, ne? Und wir gehen jetzt schnurstracks dahin, wo wir hingehen sollten. Perfekt. Die dieb, 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 dieb. Hi. Soll ich irgendwas noch kaufen von dir? Verkaufen. Wie komme ich in das? Was ist das? Trockenfisch. Stellt eine ansehnliche Menge Gesundheit her. Das ist sehr gut. Wie kann ich zu den anderen beim Kaufen oder sowas? Da oben, Jayana, Pupus. Die können alle was tragen, ne? Ah, RTLT. Ja, gut. Eine verblühte Blume beraubt ihr einseitigen Vitalität. Die können wir auch verkaufen. Bestimmt. Dann haben wir hier nichts. Nee. Oh. Die hat einen Trank mit. Sehr nice. Egal. So. Wir haben viel Management betrieben jetzt. Jetzt gehen wir mit denen hier mit, wenn wir gespeichert haben, natürlich. Ich speichere alles hier. Nicht, dass ich das nochmal machen muss, weil das System nicht gespeichert hat mal. Dann gehen wir noch zur Stadt jetzt. Sir, ich begleite Sie jetzt. Ich bin bereit. Auf geht's. Im Nachspiel des Drachen. Begleite Gregor in die Hauptstadt. Ja, wir haben ja alle Quests fertig und dann werden wir zur Hauptstadt gehen und da auch ein paar Missionen wahrscheinlich bekommen und sowas. Alles. Was? Wenn ein Blitzangriff entfesselt wird, kann die magische Energie nicht kontrolliert werden. Blitze springen auf Ziele in der Nähe über und fügen zusätzlichen Schaden zu. Zudem können die entstehenden Blitze weiterreichen, wenn ein durchnässtes Ziel von einem Blitzangriff getroffen wird.
Danke. Wir haben Blitzangriffe. Nice. Das ist ja voll cool. Cool. Ich habe so viel Spaß mit den Kampfsystemen, ne? Ich wünschte jetzt hier, man könnte in einer Gruppe spielen als MMO oder so. Wäre das doch nice, oder? Eine Supporter-Klasse, die bufft und gleichzeitig heilt. Den Tank sowas gibt. Oder die DDs, das wäre doch krass. One might confidently call that a resounding victory. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Wir werden doch besser im Kampf. Hör auf, mich zu belehren. Belehre dich selber, ja? Das ist sehr cool. Ich kletter wieder überall lang, ne? Der Typ unten. Aha. Aua. Ich wollte sie überraschen, dann können die hochwerfen. Ehrlich jetzt. Ihr schafft das da unten. Ich nehme das kurz Fruchttoberan. Ja, cool. Das hat sich doch gelohnt. Jetzt haben wir einen im Inventar und gefunden vor allen Dingen. Danke für die Heilung. Sehr, sehr nett von Ihnen. Wer ist das da hinten? Goblin mit Feuer. Our kingdom sees many pretenders, and they are not dealt with lightly. Best hope you're not one of them. Regardless, you do well not to invite my mistrust. Komm da oben runter, ich hab mir. Ich muss das Treffen üben, da kann man die nicht. Nee, man kann die nicht anvisieren. Ich wünschte, man könnte die anvisieren, das nur die Kamera, ne? Der Charakter muss die nicht anvisieren. Aber Alice ist wieder richtig. Die Diebe sind wieder richtig krass unterwegs. Komm, schlag mal zu. Schlag mal zu. Der sollte mich schlagen. Ich will doch mal blocken üben. Komm her, schlag du mich. Ja, vielleicht dann doch nicht. Schon wieder Laufbahn aufgestiegen. Steigen wir sehr schnell auf und können dann noch eine andere Laufbahn einschlagen später. Wäre cool. Du solltest mal das hier nehmen und dann... Hi Alice, schieb mich nicht an die Seite, geh. Beinahe wäre sie runtergefallen. Oh, man kann auch schneller runter, cool. Das ist echt sowas, ein neues Spiel für mich, weil ich das noch nie, auch das alte nicht gespielt habe. Es ist voll cool. Ich entdecke neue Sachen ständig hier und das motiviert mich eigentlich weiter zu spielen. Und eigentlich, man muss ja, Let's Play müssen ja die anderen auch vorangehen. Na, eigentlich würde ich alles liegen lassen und sagen, spiel nur noch das. Und versteht mich nicht falsch. Die anderen Sachen bei Du Skate und so macht richtig viel Spaß. Wir auch wissen, wie es da weitergeht. Aber momentan macht das hier gerade süchtig. Aber mache ich natürlich nicht, ne? Viele haben Spaß, das andere zu sehen und dann noch das zu sehen. Und natürlich, irgendwann hören die ja aber auch auf, ne? Und dann gibt es wieder was Neues. Und dann kann ich hier reinsuchten. Es soll jetzt nicht heißen, dass ich keinen Spaß bei den anderen Sachen habe oder so, ne? Ich spiele natürlich nur das, was mir Spaß macht, ne? Ich habe ja schon Starfield liegen lassen. Das werden wir auch nicht mehr spielen, weil die Zeit ist mir echt zu schade. Das macht mir keinen Spaß halt. Und es sind so viele Bugs und Sachen und unausgereifte Systeme. So, das Bausystem ist schlechter als woanders wieder.
Es ist wieder das Gleiche wie immer. Anstatt sie dann die Sachen beheben, die schlecht waren damals, wie bei Fallout 4 oder so, wie das Bausystem verbessern. Es gibt so viele Sachen, Inspirationen, die man sich nehmen kann, wo man sagen könnte, man kann das viel, viel besser machen als das, ja. Es muss nicht perfekt werden, aber halt, ne, dass es sinnvoll genutzt wird und nicht einfach, dass es da ist. Und so ganz viele Sachen so. Da reicht es auch nicht, dass sie die Engine haben, wo man alles aufheben kann und sehr immersiv ist. Das reißt einen dann alles raus, wenn das alles so klobig ist. Also klobig ist ja auch gut, ne? Sieht man ja auch hier. Aber was ich meine, ist nichts verbessert, alles so gelassen und dann noch die ganzen Bugs, die ganzen... Dass nichts optimiert ist, auch nicht an der Grafik. Das kann man hier auch kritisieren, ne? Bei Dragon's Dogma. Grafik ist schön, aber es muss nicht die beste sein, aber es muss laufen. Das ist was anderes. Weil da kann ich die Leute verstehen, wenn die sich das Spiel kaufen und die können erstmal einen Monat nicht spielen, wäre ich auch sauer. Würde sofort zurückgeben und sagen, nee, das Spiel kann man nicht spielen. Was habt ihr da für einen Kack gemacht, ne? Und dann würde ich es auch nicht mehr im Stream vorstellen. Ich meine, zum Beispiel andere Streamer wollten das spielen, die eine sehr größere Reichweite haben als ich. Ich habe ja ein paar Leute, ich habe euch. Was ja auch gut ist, ne? Aber die könnten viel mehr erreichen, wäre das Spiel geklappt. Die haben jetzt gesagt, ja, das geht nicht, dann spiele ich halt was anderes. Und jetzt nach einer Zeit werden die sagen, jetzt auch egal, weil jetzt schon so viel Zeit vergangen und sowas. Jetzt sind wieder andere Spiele auf dem Markt und die interessieren mich mehr als das hier. Und ne, haben sich selber ins Knie geschossen, denke ich. Ist meine Meinung. Natürlich läuft es wahrscheinlich auch noch immer noch gut, aber es hätte noch besser laufen können einfach. Das muss man sagen. Und auch zu Recht. Jetzt haben wir ein Feuerschwert. Ich liebe mal. Vielleicht hätten wir Magier. Magier ist nicht so toll. Toll ist, wenn man die Sachen hat und dann, ne? Kommt da wieder eine Harpie. Hör auf zu singen. Komm runter. Ich will auch mal eine runterholen mit Himmelshieb. Manno. Ich liebe, wisst ihr, was ich sagen wollte? Ich liebe hier die... Ja, ganz viele Äpfel sammeln. Was ich sagen wollte, ist, ich liebe hier die Open World, ne? Die ist so, man hat so Schlauchwege, ja, aber es fühlt sich trotzdem offen an. Du kannst überall hingehen, gucken und so, ne? Und es fühlt sich aber nicht riesig an, wie so ein Assassin's Creed oder so ein Ubisoft-Game, kennt ihr ja, ne? Riesig. Das erste Game ist noch sehr schön, alles zu erkunden. Das zweite, immer die gleichen Aufgaben abarbeiten, die random erstellt wurden. Also so fühlt sich das an, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass sie das sind. Vielleicht hat sich da auch einer hingesetzt und gesagt, ja, da erstelle ich die Quests und die. Aber das Abarbeiten, ne? Und das Interface. Ich sag nicht, dass das schlecht ist. Wenn das richtig gut gemacht ist, so eine riesige Open World auch gut. Die ersten Ubisoft-Spiele, oder? Auch Red Dead Redemption, die das verbessert haben. In so einem Style, aber nicht nur solche Rockstar-Spiele ab 18 Uhr, also auch normale. Wäre richtig cool. Aber Abwechslung hier, mal nicht so richtig offen zu sein und auch mal nur so wenig Stunden zu spielen und zu erkunden, ne? Wir haben jetzt 24 Minuten, haben so viel gesehen, also finde ich. Sonst, wenn das zu offen ist und man viel erkunden kann, dann läuft man irgendwo lang, es sind schon 20 Minuten rum und man hat eigentlich gar nichts gemacht, weil man nur gelaufen ist. Ne? Deswegen ist nice. Ich mag auch mal kleinere. Final Fantasy 7 meckern viel über die Open World. Ich mag die, wenn die so klein ist. Die ist zwar an Ubisoft angelehnt, nicht ganz, ein bisschen bessere Sachen gibt es schon, aber nur ein bisschen, ne, da gibt es auch Sachen, die unnötig sind einfach, das will ich gar nicht bestreiten, mir macht es aber Spaß und
Da sie so klein ist, macht es erst richtig Spaß, weil man dann alles abgrasen kann und nicht denkt, oh ja, jetzt bin ich wieder 2 Stunden in eine Richtung gelaufen oder so, meine Zeit und ich muss hier 200 Stunden investieren. Kann man sagen, dass die Spiele hier deine Zeit respektieren? Ja, du natürlich spielst du 80 Stunden, weil du Spaß hast, aber nicht, weil du von A nach B laufen musst. Dass du dann so lange spielst und dir denkst, ja, aber dann ist das Spiel ganz gut, wenn ich da angekommen bin. Einfach, es respektiert Boy, deine Zeit where do you think you're going? und du erlebst Our was. destination is the border checkpoint. Also ist ja auch nur meine Meinung, ne? Jeder kann ihr seine eigene Meinung haben. Hier ist ein Checkpunkt, ja. Und was willst du damit sagen? Ich werde hier geführt, so. Boy, where do you think you're going? Our destination is the border checkpoint. Ich bin doch nirgendwo anders hingegangen. Ich folge doch hier. Ihr habt alle eine Lampe an, ne? Dann brauche ich ja meine nicht. Ich spare mir Öl. Vor allem, wenn man in der Gruppe geht, wieso hat nicht der vordere und der hintere an und die in der Mitte nicht? Erst wenn sie aus der Reihe tanzen, würde ich die doch anmachen. Spart doch Lampenöl. Also, Management müssen wir nochmal üben hier, ne? Vor allem auch Umweltverschmutzung. Wisst ihr, was passiert in Zukunft so in zigtausend Jahren? Nein, okay, gut. Das Thema machen wir hier nicht auf. Aber trotzdem, Management. Ich würde doch nicht viel bezahlen. Was ist das denn hier? Ein Kobold. Es ist dunkel. Ja, ich weiß. Ich habe eine Laterne, aber ich will sie nicht nutzen, wenn ich hier in der Kolonne bin. Ich will auch, ehrlich gesagt, im Dunkeln nicht hier. Ne? Hi, na, wie geht's? Ja, aber ich bin selber ein Tank. Also, danke. Siehst toll aus, aber ich brauch dich nicht. Aber hab einen schönen Tag. Bewirb dich nächstes Mal nochmal, wenn ich Magier bin oder so. Hier sind alle umgefallen. Harpyen, Fittiche und so. An Ich obstacle folge blocks our euch. way. Perhaps we might remove it by force. If a ranged attack is needed, you can count upon my aim. Might I be of assistance? Vermutlich kannst du das sein, aber ich weiß es nicht. Welches Hindernis genau meint ihr? Wir sind doch schon bei der Stadt. Hä? Frag mich nicht, was die gemeint haben. Hold here a moment. I shall bid them open the gate. Ja, dann öffne das Gate. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An arisen, by all appearances. An arisen? Another pretender, you mean? I see the Sovereign's ascension has done little to stop such charlatans from plying their trade. It is uncertain. This one commands the loyalty of the pawns. What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one arisen, and he's up in the palace. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, as I do not believe it my place to rule on such a matter, I would make my report to the capital. Ja, wir wollen aber auch kein Claim Stadt is in der Stadt rewarded sein. handsomely for our trouble. If the claim is true, however, who can say? Ich krieg eine Belohnung, ja. Ich bin extra mitgekommen. Ja, ich habe nicht gesagt, ich will König werden oder sowas. Ihr sagt, ich muss als Vasalle dahin. Das ist die Regel. Wenn ihr dann sagt, ich lüge, ich habe nie behauptet, dass ich eine Erweckte bin. Das wird mir die ganze Zeit angedichtet. Mir laufen Vasallen hinterher und dann wird gesagt, oh ja, du bist ein Erweckte. Ich weise alle Schuld von mir, ja. Nicht, das heißt gleich, sie lügt, köpft sie. Ich möchte das nicht. Aber die Stadt ist gut. Vielleicht können wir dann die Haare anpassen, wenn es sowas gibt im Spiel. Bitte. An ox cart was meant to meet us, yet it is nowhere in sight. Aught may have befallen it. Best we press on. Ja, dann gehen wir weiter. Wie nicht zu berichten.
Bevor wir weitergehen, ich sehe hier noch eine Truhe. Herr der Blitze. Also Ramu von Final Fantasy 14 ist hier, oder wie? Kleiner Spaß, aber... Jo. Den haben wir letzten Stream besiegt. Falls ihr gerne möchtet und Stream dabei sein wollt, ist zurzeit Final Fantasy 14, aber nach Final Fantasy 14 kommt auch was anderes mal, was noch dauern würde. Zugegebenermaßen. Wo sind sie? Ach, da sind sie. Wie alles wird finster. Nicht, dass hier... Was? Hä? Was reden hier welche? Geht ihr bitte weiter. Ich möchte gerne ein Lager aufschlagen. Ja, bescheidene Lagerausstattung. Wir haben zwei davon jetzt. Gebe ich einen anderen Begleiter noch, dann haben wir einen zufällig. Außer man kann sie nicht aufbrauchen, dann tue ich irgendwann einen wieder weg. Oder ins Lager. Ich mache euch aber was zu essen, ja? Oh, jetzt habe ich wieder Hunger. Mh, lecker. Lecker, lecker, lecker. Was sollte ich sagen? Spice is savory as eating outdoors. Indeed. Here's hoping this remains. Bis zum Morgen ausruhen. Was wollte ich sagen? Achso, genau. Wenn ihr Stream dabei sein wollt, Mittwoch und Samstag immer 20 Uhr. Wenn mittendrin einer stattfindet, wird das auf Twitter X, also ehemalig Twitter, schreibe ich das immer. Auf Blue Sky könnt ihr mich auch finden, wenn ihr das möchtet gerne, wenn keiner Twitter benutzen möchte, benutze ich auch. So als Ausweichmöglichkeit, wenn irgendwer das mal möchte. Ist ja noch relativ neu, Blue Sky, ne? Aber ja. Da kann man nicht sagen, X möchte ich nicht. Dann hat man noch Blue Sky. Ich habe bei den beiden kommen immer News, sofern ich das schaffe, da hochzuladen. Aber ich mache ich eigentlich sehr souverän. Oh mein Goodness. Was das war, sehen wir in der nächsten Folge. Ich wollte euch nur kurz vom Stream erzählen. Und von News und sowas und wollte sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt noch einen schönen Tag. Es ist schon soweit, ich sehe da ein paar Hirsche und sowas. Aber habt einen schönen Tag, wir sehen uns und abonnieren nicht vergessen, liken gerne, Kommentar da lassen und die Glocke drücken. Dankeschön, Dankeschön und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.